Ja, und so, ne? Sonntag, 2. Juni 2019, 2:56 Uhr, Windows 7 Innerzeit. 2019, euer Gott streamt wieder. Euer Gott streamt wieder. Das könnten ich noch nicht verstehen, aber ich noch kein Bild, aber ich arbeite dran. System. Nee. Spiele und Kommunikation. Das dauert jetzt alles. Das dauert, das dauert, das dauert. Das dauert. Das dauert. Langsam warm hier bei mir. 27 Grad, sehr angenehm. So, mein Ton müsste gehen. Bindung mit Steam-Account dauert heute sehr, sehr lange. Ja, komm, zum 210. Wenn ich mich verzählt habe. 7-Day-to-Die-Stream. Eine Nachricht in Steam. 50% Rabatt für Banished Owners. Ich will das mal stecken. Freundin. So. So. Das sieht man mich besser. Ich habe da eine coole Mucke. Als Begrüßungsmusik. So was Geiles habt ihr noch nicht gehört. Passt mal auf.
Ja, das war doch ein schönes Opening-Lied heute. Hallo und herzlich willkommen erneut. So, Test, Test, Test. Jetzt müsste man mich hören können. So. Eine Schmiede habe ich ja jetzt. Glaube ich. Crucible. At a workbench, you craft iron armor and crucible. Du craft forgets dir. At a workbench. The crucible. Ups. Ja, was habe ich denn mir beim letzten Mal vorgenommen? Irgendwas musste ich mir zusammensparen, mühsam. Der braucht nur einen Punkt. Nee, es war irgendwas war wichtiger, was ich leveln wollte. Aber das ist jetzt fast 2 Wochen her. Jetzt wäre ich überhaupt nicht mehr. Verdient hätten sie es alle. Was braucht er? Ach ja, hiervon wollte ich sparen. Genau, für den Zementmixer. Er braucht Level 7. Ach ja, ich muss Level 40 werden, damit ich das hier machen kann. Und bin ich Level 7. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich mir vorgenommen hatte. Was ist denn das da? Achso, ich bin schon in der Stadt fast. Ich hatte mir vorgenommen, wir haben uns noch keinen Zementmixer gefunden. Also ich alle drei Händler haben keinen ganzen Zementmixer. Und ich habe sogar einen vierten Zementmixer gefunden. In der Stadt. Glaubt ihr, da geht? Nein. Okay, dann werde ich jetzt dementsprechend das Einzige machen, was ich machen kann. Steine kloppen. Bis ich Level 40 bin, werde ich jetzt Steine kloppen. Dann baue ich mir meinen Zementmixer und dann baue ich Riesenbauwerke in meinem Town. In the Hood und so. Yeah. So. Aber langsam werde ich mir auch ein paar Zwischenlager bauen, denn ich will umziehen. Weg vom Händler. Und in die Nähe ja, meines schönen Bauwerkes ziehen. Ja, Level 40 muss ich werden. Das ist natürlich. Nee. Aber was ich schon mal machen kann, ist den 7. Intelligenzpunkt vergeben. Der kostet mich 3er. Ah, stimmt. Okay. Deswegen habe ich den nicht vergeben, deswegen habe ich so viele Punkte übrig. Ich froh, dass ich das jetzt nicht auf irgendwas anderes gesetzt habe, wie zum Beispiel, was hätte ich denn, wo kam in Versuchung hier? Da kommt man doch in Versuchung. Aber wieso ich das jetzt in diesem, das müssen die geändert haben wieder. Ab jetzt kann ich schon Stahl machen. Ich bin noch nicht mal Level 40. Früher konnte man Stahl doch auch statt Level 75 machen. Das haben die alles wieder geändert. Das nervt. Jetzt Stahl schon mit Level 30 oder 35 möglich. Ja, wenn ich diesmal voll bin, werde ich. Da ich den Zementmischer eh da. Ich werde so eine kleine Baustelle bauen. Ein paar Kisten. Will ich dahin, solange noch Tag ist? Und da lag ich erstmal in ein paar Kisten die ganzen Steine. Genau, ich gehe jetzt regelmäßig zu den Händlern und gucke nach Nägeln. Wenn ich mal große Kisten bauen kann. Ich brauche dringend Nägel.
Scheiße. Ich kann mich glücklich schätzen, schon Eisenwerkzeuge zu haben. Keine Selbstverständlichkeit. Warte mal, konnte ich die auch schon mit Level 40 machen? Oder kann ich jetzt schon Eisen? Die Iron Tools kann ich jetzt schon. Ich könnte mir also nach Intelligenz, aber mache ich lieber noch einen höher. Dann kann ich mir Level 4 oder so basteln. Deutlich stärkere Aua machen, Dings. Spitzhacke bauen. Ich jetzt schon, nee, ich heb mir das auf. Der Zementmixer muss gewährleistet sein. Nebenbei kann ich noch gucken, ob ich das mit den Kurzwellen hinkriege. Dann kann ich nämlich Stahl gießen. Aber Stahl gießen heißt noch lange nicht, dass ich Stahlwerkzeuge bauen kann. Das heißt nur, dass ich erstmal Stahlbarren habe. Das könnte es bedeuten, dass man jetzt schon eher Stahlbarren machen kann. Damit, falls man Stahl findet, Stahlwerkzeuge, die dann wenigstens reparieren kann. Im Moment habe ich in Anführungsstrichen nur das. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe jetzt nur Steine oder hier ein paar Zombies jagen. Mir das alles ein bisschen schneller geht. Ich muss mal kurz was nachgucken. Okay. Okay. Habe ich mittlerweile schon einen richtigen Hut? Ich habe einen Lichthut. Ah, das ist doch gut, dann kann ich es gerne mal da runterdrehen. Ich glaube, den hat nur Ligi besorgt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann man, aber ich nehme hochgebrüchert ohne Ende. Mal gucken, ob man das Spiel sieht. Ja, sieht man. Sieht eigentlich mit Nahrung aus. Oh, das sieht im Moment ganz gut aus. Da kann man sich im Moment nicht beschweren. Wie hoch kann man Wasser überhaupt prügeln? Hier mal noch ein bisschen Wasser hoch. Wieder nicht mal auf die Idee kommt, auch mal in die Nähe von Dorst.
Man lässt das Wort nicht zerstören. In der Nähe vom Händler. Und man kann sie wunderschön ausnehmen. Okay, ich erwähne. Ich gehe noch ganz kurz zum Händlerin Näge, nach Näge gucken. So. Dann doch jetzt nach dem Händler. Was ist das ja immer so? Diese Klüften hier. Ah, die hören sie da weg. Soll so aussehen, als hätte da schon einer geschippt. Hast du Näsche, lieber Händler? Das Aas, er hat Nähe. Würde ich nicht vorstellen. Würde ich nicht vorstellen, Alter. Blaubeeren. Kohle her. Oh, ich hatte schon ein paar Nägel. Kann ich Nägel überhaupt selber schon anfertigen? Ich kann Nägel selber anfertigen. Okay. Dann spare ich mir doch mal mein Geld. Genau das. Das. Alles, was sonst noch irgendwie als Baumaterial mal gelten lassen könnte. Wo ist denn mein? Was hier hast du das? Dann, das ist mein Bike. Ja, ohne Beton bin ich auch schon müssen, kann ich auch einen Spader machen. Groß. Ja, wo ist mein Fahrrad? Ja, wie ist es denn? Ja, wo ist es denn? Bum, bum, bum. Habe ich Holz dabei? Ein bisschen. Das kann man durch hier lassen.
Natürlich wieder ohne Ausdauer. Ja, 60 geht nicht. Scheiße. Na, ja, ich muss den letzten Tyrannosaurus noch voll kriegen. Nehmen wir den kleinen Felsen noch mit. Schaden wird das nicht. Kann man auch im Dunkeln bauen, das Lager. Nur leider die Händler noch nicht. Das ist das einzige eigentlich. Aber es macht nichts. Mit Autos und unterirdischen Tunneln wird es irgendwann innerhalb von Sekunden überbrückbar. Windel dabei. Ja, was auch immer. Man hat immer Waffe. Dann Lager. Dann Essenskiste. So ungefähr da rein. Na, mal gucken. Ja, man muss hart arbeiten, wenn man einen Mixer will. Na, links, ganz links sind aber die Autoteile.
Dann Waffen. Ja, so kann man es machen. Brauchen wir noch welche? Deren, wir brauchen noch zwei mehr. Auto, Waffen. Mal gucken, wie ich das in den Bunker integriere. Na, und dann kommt eine Krempelkiste. Aber doch, man levelt schon so also die kleinen Dinger zerkloppt. Wirklich manifest ununterbrochen drauf prügelt. Da wirklich einiges zusammen. Zementmixer, Werkbank, Feuerschmiede. Ja, wir können es machen. Ich in Zukunft einen Waffenschrank. Keine Waffen nehmen mehr. Keine Kiste mehr. Waffenschrank eh cool aussehen. Dann tausche ich halt den Platz. Gut, ganz links der Waffenschrank. Dann machen wir ihn ganz rechts. Ja, schwierig, Entscheidung über Entscheidung. Siebentausend XP. Das ist echt nicht schlecht. Oder ziehen wir jetzt gleich an, so.
Legen wir das jetzt hinter uns heute, dann haben wir es da eigentlich. Muss ich vielleicht zwei, dreimal mit dem Fahrrad hin und her, aber dafür können wir die Nacht nutzen. Ich habe da zwar noch mein Beet in der Nähe vom Händler, das ist aber echt nicht so schlimm. Sein, es wächst nicht, wenn ich nicht in der Nähe bin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt könnte ich echt nur die Gie brauchen. Ein bisschen Server am Leben hält, damit das hinten wächst. Jetzt, wo ich mobil bin, ist ja alles knusprig in dem Laden hier. Oh, warum? Mama! Ihr seid alle böse. Falls ihr es noch nicht wusstet. Wenn euch euch sehen. Arschlöchers. Oh, jetzt sind unsere Horde. Mein Pfeil da ja. Gönnen einen nicht die Zombies. Jetzt habe ich levelt. Jetzt kann ich die Intelligenz schon mal auf Level 7 machen. Jetzt lasst mich auch mal in Ruhe, ja. Mal schön Kopflampe habe ich. Irgendwas habe ich zu viel geladen. Mach daraus mal Pfeile. Medizin, da hakt es noch ein bisschen. Auch das langsam aus sicher wird's. Pflastersteine könnte ich noch ein paar machen. Könnte ich das ja zombie-sicher machen. Ich da einfach eine doppelte Mauer abrichte. Hoch und oben an die Kisten durch. Das sieht doch cool aus. Ich die Mauer rein. An meine Baustelle. Ich habe so eine geile Idee, das könnte ich gar nicht vorstellen.
So geil, dass es verboten gehört. Dann radeln wir mal. Ständig zu bleiben. Inventar, das ist echt Mist. Ja, das hasse ich jetzt. Wie live kann ich da auch gucken, wie viel. Warte mal. Mal das zerlegen. Sparen wir. Ah! Jetzt schon die Fähigkeit habe, einen Waffenschrank zu bauen. Wo schwitzt du denn? Diese Sedanzimmer im Spiel. Mehr kennt sie nicht. Da war ein Nest, das lassen wir uns nicht entgehen. Da war ein Nest, das lassen wir uns nicht entgehen. Wo ist es? Wow, ja, das ist echt ein natürlicher Ort hier. Das muss ich später reparieren, irgendwann mal, wenn ich Beton übrig habe. Na gut. Packen wir das Messer weg. Gucken wir mal, ob das hier eine gute Stelle ist für das, was ich vorhabe. Du.
Ah, Mann. Da ist doch tatsächlich ein hässlicher Zettel. Hier gucken wir mal einer an. Zwei Schüsse, oh, die müssen wir jetzt essen haben. Na, was auch, trotzdem ein so gut wie fertigen Wehrturm, haha. Ja, das, was ich hier vorhabe, das wird echt gigantisch. Das wird so abstrus. Das kann sich gar keiner vorstellen. Man muss ich hierher ziehen. Der ist auch stabil. Stachelbeere, komm mit meinen Pfeile her. Genau, hier. Wir müssen dann später mal runtergehen. Alles schon perfekt vorgebaut. Hier fehlt halt nur Doppelton. Doppelton. Machen wir mal. Ja, wie macht man eigentlich Favoriten? So hier draufklicken. Dann müsste ja sofort Wasserstein stehen, tut auch nicht. Das ist komisch. Machen wir zwar auch nicht. Sieht doch ganz gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Ja, hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja, Anja, hallo. Ich warte. Ich habe unfassbar viel zu tun. Ja, das kann sich auch kein Mensch vorstellen. Aber da bin ich wieder. Und du auch. Freude. Freude. Bei mir gibt es übrigens ein Befehl, der heißt Ausrufezeichen freuen. Oh, hatte ich hier um die Ohren. Das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Das kann sich kein Mensch, also nee. Das kann sich einfach kein Mensch vorstellen. Nee, nicht Freude, Freuen. Aber wie heißt Freuen? Und Plattenblock. Ja, wie viel brauche ich davon? 15. Genau das. Freund, 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 Freund. Wir freuen uns endlich für dich. Schön auf hier, oder? Ich liebe ihn. Mensch, ich bin ja froh, dass überhaupt jemand um diese Uhrzeit reinschneit. Ich wäre fast eingeschlafen vor langer Weile. Ah. Genau, mach mal hier Sinn. Eins.
Was ist denn auch schöne Smileys? Das sind deine. Okay, die gucke ich mir mal kurz von nahen an. Ach, Kätzchen soll das sein. Oder Hündchen. Oder Ratten mit Riesenohren. Man kann es nicht genau erkennen. Was machst denn du? Arschloch. Das hasse ich. Nein, Wölfe. Der war gut. ja. Du war was. Die Mikrohunde. Die komplett verzüchteten, die nicht mal lebend gebären können selber. Das Wölfe sind, heiße ich Franz Peter. Ach, jetzt reicht's. Was fünf? Sie sind in einem bestimmten Stil gezeichnet, der heißt Chibi. Okay, das sagt mir mal überhaupt nichts. Für mich sind Chihuahuas. So, Fakt ist, da kommen Zombies nicht allzu schnell ran. Brauchst du deine Mauer oder wieder? Ne, das ist. Wie soll ich denn das erklären? Du hast das früher leider nicht nach mir gesehen. Du bist auch seit kurzem da. Da wüsstest du ganz genau, was ich mache. Ich habe das mal unter Ordership gebaut. Das ist so eine Art Arbeitsplatz. Das hat ja einen ganz bestimmten Stil. Mit einer Mauer ist es nur, damit die Zombies nicht kaputt kriechen. Aber das ist meine Draußenstation. So. Jetzt gucken wir mal Werkbank. Ja, das ist hahaha. Also, der erste kommt immer Auto, Geratze, dann Waffen, dann Zement, dann Essen, dann Medizin. So. Zack, zack. Zweite Reihe Sand und die dritte Reihe Zement. Und ich werde gerade angegriffen. Und deshalb, wo ich das den Zombie gar nicht erlaubt habe. Das muss man sich mal vorstellen. Hier ist das nämlich zu hoch für Zombies. Die müssen ganz schön lange auf die Steine einkloppen, dass die Kisten auch nur ansatzweise gefährdet werden würden. Und so baut man sich eine Außenstation. Damit ich dort in meiner richtigen Arbeitsplatz habe und dafür kein Gebäude bauen muss. Das schluckt nämlich zusätzlich Zeit. Wenn ich jetzt erst Tage damit verbringen würde, Gebäude zu bauen, die Zeit habe ich einfach nicht.
Also eine Außenstation, mit der ich ordentlich arbeiten kann. Mit Werkbank, Zementmischer, ganz toll wichtig, unendlich wichtig, kann sich keiner vorstellen, wie wichtig. Mit einer Schmiede und einem Lagerfeuer. Damit ich hier richtig, weil hier werde ich immens viel bauen. Der Wehrturm ist nur ein kleines Ding und selbst das braucht schon knapp 100.000 Beton. Genau, wenn da Arbeitszeug reinkommt. Ach, den dann bräuchte Dreck immer seine eigene Kiste. Direkt bräuchte wirklich seine eigene Riesensuperkiste. Da weiß ich in Zukunft, wo ich die sechste für ihn mache. Warum? Für sowas haben wir echt genervt. Lass dich bitte von meinem Rüst runter machen, danke. Ich hab keine Nähe mehr. Leck mir am Arsch. Scheiße. Also im beklopptesten Moment der Nähe ausjagen. Oh, das macht mich wütend. Übel. Aber wirklich allerbeklopptesten Moment. Ach nee, die Kiste ist noch hier offen. Okay. Haha. So. Da muss ich mal eine Menge Dreck reinpassen. So, da können wir auch schon mal lagern, was das Zeug hält. So. Oh, Lagerplatz habe ich erstmal noch. Und Essen rein. Und hier kommt dann Zementmischer und Werkbank und Feuer und Schmiede. Und dazu hole ich jetzt alle Teile, die ich brauche. Also meinen ganzen Rad hole ich jetzt, meinen ganzen Unrat. Da mache ich zum Beispiel auch. Das ist ja aber Waffenkiste, ne? Na dann, zack. Das war die Krempelkiste. Zack. Und da ich im Moment auch kein Holz brauche, auch in die Baukiste. Und für diesen Transport auch für einen Moment
Keine Muni brauch. Lagere ich so viel wie möglich hier. Ich hole jetzt wirklich nur das Zeug. So, nichts anderes sehen. Jetzt eine Kiste mal kurz, was ich trinken lagern. Baukiste. Da lagern wir kurz das Holz drin. Ja, und für einen kurzen Moment noch nicht einmal das mitnehmen. Ich will wirklich alles reinkriegen. Nur ohne das loszulaufen, da habe ich Schiss. Nur einmal. Wünscht mir Glück. Einmal hin und zurück und es ohne Essen. Wünscht mir Glück, sonst kracht's. Gewalt. Ich geh mal kurz beim Händler nach Wildbret gucken. Das schadet nie. Hier kann man die Schmiede eigentlich abbauen. Na, ich glaube nicht. Dann muss ich die Schmiede entleeren. Das kann eine Weile dauern. Oh, das kann doch. Ja. Mein eigener Base macht ja nicht zu. Hat ja keine Öffnungszeiten, der scheiß Händler. Ne, wo? Ja, wir ziehen mit dem Fahrrad um. Ja, wir ziehen mit dem Fahrrad um. Ja, wir ziehen mit dem Fahrrad um. Immer diese Erholung fahren. Phase, die mein Fahrer zwischendurch braucht. Nee.
Haben Sie Wildbret, Sie Arsch. Hat mir jetzt aufgeschissen. Oh. Der Mixer war nach wie vor kaputt, ne? Alles kaputt, ey. Alles kaputt. Alles, wirklich alles kaputt bei dem. Den Vorher echt abgeschossen. Was diese Dinger machen, weiß ich bis heute nicht. Was die Vending-Maschine macht. Vending. War einfach nicht Englisch? Ist leider auch kein Bildbrett. Der ist schon wieder ein Zombie, ein hässlicher Zombie-Bombi. Damit ich nicht das Eisen so wieder rausmachen muss, sondern gleich was Sinnvolles draus mache. Oh, das sieht ja gut gewachsen aus. Cool. Da können wir doch Gerüst einfach mal 600 Stahlrüst. Und der Rest spielt das Eisen machen. Dann war's das. Oh, Werkzeugkasten bräuchte ich. Haha, der Werkzeugkasten, dieser Händler. Ich glaube nicht. Und dieses Blei einfach so wieder raushören lassen. Diesmal hat er leider Oh Gott. Das ist ein Brass, ja. Okay, da kann ich locker noch zweimal hin und hin und zurück fahren.
diesen Beatschutzblock kaputt gemacht. Das ist heiligstermaßen. Oh ja. Ja, das ist heftig. Wie gedacht, da schaffe ich es tatsächlich nicht mit einmal. Eigentlich Essence Gist, also eigener Run. Oh, cool. Das ist eine Schrotflinte. Mehr ist echt nicht. Was? Kann man auch mal sehen, wie viel fucking Krempel ich schon eingesammelt habe. Da. Irre. Lol. Okay, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Dass ich so wenig nur von A nach B kriegen wollte, krass. Dass ich zweimal brauche, aber das hat auch was Gutes. Da muss ich wenigstens nicht wegen Kleinkram zweites Mal los, sondern wegen richtigen Massen. Und das ist doch voll okay, Leute. Na, warte mal. Fahren wir nochmal kurz zurück. Wenn ich eine Vorstellung habe von den Gerichten, die ich da ansammle. Letztendlich lohnt sich immer in Zukunft so eine Suppe zu machen. Ich muss halt mit dem Fahrrad bis hierher, sonst komme ich nicht weg. Ich muss fahren. Ist ja schon nach Gericht? Nö, das ist sowas vom Querbeet. Nee, das ist noch gar nicht nach Gericht mehr verteilt. Okay. Ja, ich muss mich wirklich beeilen. Ganz ohne Essen und Trinken loszuziehen, war gewacht. So was von Rabbelfeuer ist. Das erinnert mich immer an Real Life einkaufen. Ich dachte, das ist Arschloch jetzt schon wieder. Was zu fressen braucht. Das nervt.
Ach, Fahrrad ist was Feines. Hey, Kemo Daddy, was geht? Ah. Was ist denn hier los? Panda? Danke fürs Verfolgen. Wir haben einen Panda in der Playlist. Hab ich gar nicht gesehen. Sehr kurios. PC spiele ich das. Und ich bin wirklich Konsolenspieler, ja. Das ist aber so ein Krempel hier lieber auf PC. Hahaha, was hatte ich denn hier oben immer? Sind das Autoteile hier jetzt so was wie Federn? Mal schwarze Waffenkiste. Durfte man sich anschließen oder solo? Moment, ich bin solo auf dem PC unterwegs. Ich bin kein Server. Wenn man mir mitspielen will, da muss man schon ein knallharter Fan von mir sein. Also, weil man könnte dann nur mitspielen, solange ich on bin. Also, es ist schon ein Multiplayer. Man kann mit auf meinem PC joinen, aber das, mache ich nur bei Leuten, die ich ein bisschen länger kenne. Fahrt. Scheiße. Okay, jo. Ich bin aber auch nebenher noch auf dem Community-Server unterwegs. Sowas gibt es durchaus auch. Ja, so schön. Gott, ist diese Pistole ja gut. Das sieht das so gut aus. Nicht ganz so gut. Hier meistens sammle ich Motoren. Ich baue da oben ein Dach drauf. Das ist ja echt furchtbar. Sonst. Öl, Schiefer, Benzin, Benzin, also. Genau, das ist. Ja, ist das noch Essenskiste oder ist das schon Krempelkiste? Gute Frage. Kotten, Chrysanthemum. Da ich fast oft nur Farbe draus mache, ja, das ist eigentlich eine Krempelkiste. So. Raketenwerfer. Kommt immer als stärkste Junge ganz nach hinten. Rampack ist ganz wichtig, sind also Dinge wie Leder. Ja, oder beziehungsweise Klebeband oder halt die Dinge, woraus man Klebeband macht, die Vorstufen. Das sind trübes Wasser und Knochen.
Daraus macht man Kleber, daraus macht man Klebeband und dafür braucht man Stofffetzen. In die Waffenkiste kommt ferner noch. Ja, das. Und das. Okay, Moment. So rum. Skull und Ditte macht man in Ditte. Und hier später macht man hier was. Hier muss noch Schrot dazwischen. Spiritus. Spiritus Sanctus Amen. Spiritus hier. Hier vielleicht? Ja, Spiritus. Kommt er an mitten in die Krempelkiste. Essenskiste. Ja, Rezepte. Genau. Kartoffeln, Dit, Pilz und Wasser. Kartoffeln, Dit, Pilz und Wasser. So. Samen hier um ernst unten. So. Habe ich einen Pinsel schon mitgenommen? Wahrscheinlich noch nicht, bei meinem Glück. Nö, nee, aber ich kann doch schon eine Werkbank bauen in Ruhe. Pinsel ist eines der wenigen Dinge noch nicht mitgenommen. Werkbank. Schmiede des Eisen. 20 Mechanikerboards. Jetzt Schlüssel und so ein Hammer. Sieht gut aus. Oh nö! Leck mich am Arsch. Ja, Moment mal, geschmiedetes Eisen brauchte man 25. Okay. Daraus baut man eine Werkbank, aber erst wenn wir zurück sind. Krempel, ja, Krempel, Krempel, Krempel. Oh, hier raus besteht Farbe. Haha. Spiritus? Machen wir Spiritus doch mal schmal hin. Holz. Genau. Und hier machen wir dann immer Farbe draus. Alles ein bisschen neu interpretiert, neu verlegt. So. Ich komme nie wieder ohne Pinsel zurück, das schwöre ich. Vielleicht haben wir ein Dachtorbahn. Kleines.
Mal schön voll der Essenssalat. Ich kriege mich ja nicht mehr ein. Paar zwei Schinkenspeck mit Eier ausmachen. Mega. Ich wollte ja übrigens mal Intellektuell auf Level 7 bringen. Zack. Und jetzt kann ich hier. Genau, wenn ich Level 40 bin. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie viel brauche ich dafür. Ich glaube, dass ich dafür nur einen Punkt brauche, oder? Das heißt, die nächsten zwei Level, 38, 39, darf ich auch noch drauf setzen. Wo ist mein Fahrrad? Ja, das haben die so bekloppt gemacht. Das war früher eine Trilliarde mal besser, als das einfach stand. Jetzt wollte das immer sonst da wohin. Aber wenn ich jetzt Stahlbarren herstellen kann, Leute, überlegt mal, was das bedeutet. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Da kann ich meinen Schraubenschlüssel unendlich oft reparieren. Das heißt, ich könnte sämtliche Autos hier auf der Strecke abfahren. Dann brauchst du den gesamten Rest. Eine Schmiede des Eisens im Krempel. Echt schon, aber so viele schöne Felsen sehe. Die wollen alle von mir abgehackt werden. Ich kann einfach nicht zusehen, ohne was einzusammeln. Muss mal kurz was nachgucken. War klar. Dass alles Zombie bewacht ist. Lass mir gerne von euch beim Leveln helfen. Kein Problem mit. Ich habe genug Federn. Aber so schön wie Schweine.
irgendwie abarbeiten. Aber noch habe ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, gehen wir zum Händler, ein paar Mark. Ein paar Mark. Ah, wo bin ich denn hier? Okay, die Kreuze muss ich merken. Das sieht doch geil aus, oder? Läuft doch. Spinde könnte man jetzt schon mal kaufen. Die gibt es eh immer chronisch zu selten. Aber ich doof finde, dass man die jetzt nicht mehr untereinander hängen kann. Tatsächlich, Pimpin sehe ich ja das. Na, das kann was werden. Das kann was werden. Das wird jetzt noch nie mal reichen. Alles nach Hause tragen zu können. Ah, übel. Richtig übel. Übel, übel. Was wollte ich jetzt? Genau, das hat auch eine Welt. Noch 4 Minuten, die werde ich wohl warten können. Wo ist mein Fahrrad? Ich hole es mal. Bevor ich zu schwer bin, nicht mehr laufen kann. Ja, Moment mal. Und gut, ne? Oh, das ist übel. Wir haben jetzt Blutnacht. Ja.
Improvisieren, improvisieren, improvisieren. Warum wahrscheinlich, warum wahrscheinlich, warum wahrscheinlich. Ich hoffe, die Nahrung hält. Und ich brauche Federn. Ach, das ist Blutnacht. Es gibt so eine schöne Stelle, aber da muss man auch mal hinkommen auf der Schnelle. Das ist ja mal schön bescheuert. Oh, richtig schön bescheuert ist das. So assig. Komm, 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 ich mach jede Menge. Warum ist denn das jetzt leer? Sag nicht, das hat die Kolik alles, ich weiß, ich erschlage ihn. Vielfaches mehr Steinfeuer, Mini. Was soll's? Na, wo war denn Oliki eigentlich das letzte Mal? Ich glaube, es müsste hier gewesen sein. Ist auch schön schnell und so. Jetzt heißt es natürlich Nester suchen. Nester suchen. Naja, Oliki, der eine macht. Ich könnte noch schauen. Provisation ist jetzt gefragt. Kann der Blutnacht nämlich unendlich gut leveln. Brauche auch dementsprechend ein paar tausend Pfeile. Pfeile habe ich nicht. Ah, das sind nicht viele. 500 bräuchte man schon. So, Jens auf der Schnelle improvisieren hier leider. Auch nur so einen Felsen hier gelassen. Felsen, 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 hier noch Felsen. Da hinten schnell aufknibbeln. Ran, du Lavasch! Sehr improvisiert das Ganze.
Schöner Himmel, oder? Also 23. Ah ja. Muss halt eben Grobi sein Nickeln. Ich brauche. Ich brauche Sinester. Ich kann bei der Blutnacht die Pfeilen leider nicht mehr aus den Zombies rausziehen. Oh Gott, ist das spannend, Leute. Also wer jetzt zuschaut, der hat Glück. Erlebt Blutnacht vom Feinsten. Aha. Na gut. Ich will keine Nester mehr. Müssen reichen. Etwas über 200 Pfeile. Ist nicht viel, aber es ist auch extrem unpassend, ungeplant, unerwartet und alles. Was hat die wieder da gemacht? Aha. Wo ist das hier aber? Wo soll die G-Space sein? Mann, Mann, Mann. Heile, wow. Ach, das letzte Wort von Heile gefunden. Durch Dankbarkeit sich immer weit macht. Dass die Wichtigkeit gar nicht bewusst machen. Jetzt muss ich wirklich los. An den Zielort. Das habe ich zum Reparieren, das habe ich zum Reparieren. 253 Pfeile habe ich. Das ist nicht viel, aber müde können wir damit leben. Also, Level 40 habe ich danach voll. Na, nicht ganz. Level 39 auf jeden Fall. Also, das ein Level jetzt noch Rest und noch ein weiteres. Dann wird mir wahrscheinlich die Munition alle gehen. Hier an der Stelle ungefähr haben wir das letzte Mal. Gegen Zombies gekämpft. Solange sie nicht spucken, ist auch alles okay. Aber wenn sie spucken, oh, 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 oh. Wenn sie spucken, ist bäh. Ganz tolle Ecke, bäh. So, und dann sammeln sich da immer in der tiefen Delle da. Da kann man bequem drauf schießen. Und die Blutnacht geht
Los! Was ist alles? Na komm, Zombie. Muss an den tiefsten Stellen sein. Na, ja, was sehen? Da unten ist eine Radgabenmine. Genau, da können sie als Ausschuss drauf. Was sowas da macht. Sie müsste die Hand schon rumsen. Nur Spucker können einem Wasser gefährlich werden. Boom. Das, was ich hier übrigens mache, klappt auf dem Server nicht. Weil da waren die Zombies zu hart. Und das Wasser nicht tief genug. Taucht doch endlich mal auf. Wenn ich nochmal Wertung fertigstelle. Ja, der kann man leveln ohne Ende. Leichter dient es ja jedes ist. Ja, leichter dient XP. Gut, vielleicht schaffe ich doch keine 1/9 Level. So, und Lauch. Du Licky ging es natürlich deutlich flotter. Weil zum einen mehr Zombies da waren, er mitgeschossen hat und ich die Punkte dafür bekam. Allein ist es nicht ganz so zackig. Mit Luigi hat es mega Spaß gemacht, hat mal 3-4 Level gemacht. Zack, ein Level habe ich. Und wieder hoch. Die Spannung ist mir aus. Irgendwas hat mich erwischt. Was hat mich erwischt? Achso. Sauerstoffarmut. Schön ist, ja, selbst wenn man stirbt. Der Rucksack ist zwar dann an einer saudoofen Stelle, aber. Das heißt, wenn man stirbt, man behält die XP. Die kann einen keiner nehmen. Jeder getötete Zombie bleibt dauerhaft deine XP.
So, und wieder hoch. Ja, so, so, wenn es die Pfeile. Seht ihr auch, was so panisch Pfeile gesammelt habe? Da liegen immer so ein Weise meiner Weile. Habe ich wirklich Unmengen davon braucht, um eine Blutnacht ordentlich punkten zu können. Ja, das nächste Level schaffe ich auf jeden Fall noch. Ah, das sind Pfeile. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schaffen, aber das macht dann die schlichte Pfeilanzahl nicht mit. Oh. Das macht mir Kälte- und Luftprobleme. Zombie-Menge haben wir jedenfalls. Das wird funktionieren. Feiermenge auch. Ja, das leider kriegen wir auf jeden Fall noch. Ja, richtig krass, wenn ich das Level 40 noch schaffen würde in diesem Stream. Dann wollte ich nur den Umzug hinkriegen. Wieder hoch. Komm, 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 das eine Level schaffen wir noch. Ein Level müssen wir noch schaffen. Ja, das mit der Geld ist sehr, sehr nervig. Das ist wirklich schön, dass man Pfeile unter Wasser schießen kann. Sehr unrealistisch, aber. Das Dornenkuchen, er wird ganz schön gebremst und durfte fast nur halbe Kraft haben. Ich werde mal für die nächste Blutnacht ein paar Pfeile vorbereiten. Ich weiß, die Geräte. Die setzt mir tierisch zu. Hoch. So, falsche Richtung. Ja, dir geht die Luft aus. Ich wünschte, da könnte man auch sich was bauen, Sauerstoffflasche oder ich klappe mir die Blutnacht sogar bis 4 Uhr. Da werden mir die Pfeile vorher locker ausgegangen sein. Aber das eine Level nicht. Das macht sich so schön.
Vier Pfeile im Kopf funktioniert immer. Ah, wenn sie Rucksack fallen lassen, nützt da natürlich auch nicht. Noch fette drauf. Oh, einen Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Nur halt leider weniger Muni als mir lieb wäre. Zack, nächste Level. Das ist echt schön. Und da hoch. Da blüht noch eine Spuckerbeste. Erwischt mich. Spucker. Wo ist er? Spucker, ganz gefährlich. Was ist der letzte Scheißspucker? Glück nur ein normaler. Aber der hatte mir jetzt als letztes nochmal richtig gefährlich, du. Der hat mein Blut nicht nur bis 2 Uhr hin. Und wir tauchen wieder auf. Diese Spannung. Scheißspucker. Tatsächlich. Noch ein halbes Level geschafft. Sehr angenehm. Und wieder hoch. Mein Yuka ist noch nicht ausreichend gewachsen sein.
Jeder feilzählt. Zombie ist mal da. Sowas muss man mal nutzen. Pfeile aufzusammeln. Hoch. Nichts wie hoch. Jetzt habe ich noch so mehr. Ja. Ja, raus. Ich habe jetzt keine Zeit, um Wasser zu trinken. Ich muss mir Zeit geben. Fast zwei volle Level. Also Blaubalken ein bisschen länger. Was war denn schon hinten mit den Scheiben? Ich habe keinen Attack gehabt. Läuft doch. Aber ein Wackelfried. Da ist aber nicht mit Köpfer. Ach man, beweg dich doch mal nicht, ja. Was könnte da drin sein?
Oh, Brustfeile, scheiße. Sieht ja eigentlich beiden die noch hoch. Ach, okay. Sieht grau aus, ohne leider natürlich total unpraktisch. Aber ein schönes. Ach, da könnte man sich auch bedienen, ne? Kettensäge, ja, das ist ja unglaublich. Ich denke mal mehr reinpacken. Muss ich so gar nicht. Das ist wirklich effizient, unser Oligi. So kleiner, süßer Oligi ist ja wirklich ein effizienter Bilder. Sonst gibt es da exakt für die nächste Blutnacht jede Menge. Nee, lieber den. Der Druck auf alles. Jede Menge Pfeile herstellen für die nächste Blutnacht. Nein! So geht das. Schöne Farben satt. Nicht so blass alles.
alles verschärfen. Voranspappen. Immer schläfer ins Hofensack. Ja, da baut er vielleicht ein bisschen bis dahin. Ja, warum nicht? Ja, genau. Better Barter for the win. Gib mir mal ein Better Barter, machen wir mal ein Angebot. Warum kann ich das jetzt nicht verkaufen? Ach, geht schon wieder gut zum nächsten Händler. Aufgeschissen, hast du einen Werkzeugkasten für mich, damit ich Muni selber herstellen kann? Ja. Mann! Gut rein. Ja, so ein Müll. Cent? Wo ich da jetzt echt lehmig Erde aus? Warte mal. War nötig. Richtig nötig. Perfekt. Und nun ist die Frage. Tatsache, ich mache auch so raus. Ja, das kann hier. Nächste 20 Minuten.
31 Minuten. Reicht. 32 Minuten, 27 Farbs. Müsste reichen. Die ganze Erde. Achso, dann hatten wir alles auf Null. Diese Kiste ist leer. Diese Kiste ist leer. Die Chipsburg hat sich erledigt. Nach Hause. Hier sind alle noch am Crown. Hier sind alle noch am Crown und am Wichsen. Warte mal. Das Geld selber, das brauche ich doch nicht mitnehmen. Seid natürlich über Nacht, da sind wir zum anderen Händler. Ich werde es am selben Tag noch schaffen zum anderen Händler. Auf deren Werkzeugkasten hat, damit ich Muni selber erstellen kann. Aber spart mir mal die ganze Krempel weg. Ja. Ach, jetzt habe ich zwar Stahl. Aber den Schaden fühlen sie nicht. Naja, irgendwann nehme ich euch Auto schon auseinander. Die Straße frei ist für ein fettes Auto. Was mit dem Boss ist ein bisschen nervig. Na los. Muss auf jeden Fall auch zu einem anderen Händler schaffen. Mit der Tagphase. Auf jeden Fall gegessen hat er hier noch. Pilz habe ich noch ja nicht irgendwie gefunden. Muss man auch schon mal finden. Im Händler Mushroom-Samen kaufen, weil es sehr wert. Das ist natürlich auch nicht. Am Anfang ist immer schwer. Das
Scheiße! So einen Tisch mitnehmen. Scheiße! Vergessen mein Blutnachbar. Scheiße! Ich werde einen Tisch mitnehmen.
es nicht das Ding bei Tibet. Aber durch diese Trocknen. Ich bin ja 40. Okay. Jetzt war ich Motor. Der Motor muss wieder Auto auseinanderbauen. Das ist ja schön an Diesel bieten. Oh, keine Nägel. Leere? Anderen Händler ist es mit dem Rad zu viel. Das nur mit Motorrad oder mit einem Schaber. Ich kann dann mittlerweile selber Gläser herstellen. Das heißt, ich könnte ungebrochen gekochte Eier machen. Wenn ich jetzt eine ganze Eier sammle, hätte ich jetzt eigentlich schon genug zu essen. Also mit der 40 geht eines. Ich brauche nur, weil ich Gläser selber herstellen kann.
Und die Gier ist geplündert. War wirklich geplündert. Krass. Tja. Stahlschwanz. Er hat eine Stahlschaf, zwei Spieker. Zwei Spieker und Spinner. Nicht wirklich das, was ich mir erhofft hatte, aber bis heute nichts. Malen. Da muss ich mir ein Herz malen. Schrauben, Nägel, Räume. Ich bin zwar ein Zimmer selber. Gott ist mir alles so wohl auch. Ja, noch würde ich es zum anderen Helfer schaffen. Da müsste ich aber wirklich. Ich darf unter gar keinen Umständen dafür trampeln. 4, 5, 6 Stunden, das ist sehr knapp. Danach die Nacht auf meiner Seite. Ich hab's schon, was ist das Problem? Zu kalt ist im Sinn. Klamotten brauchen wir nicht. Maximal Speedlimit 45. Haha. Wir haben es alle in der Klappe. Wenn es mit Geschwindigkeiten geht, geht gar nicht.
auch nicht so warm, ja, ich hab ein Poncho an. Den Motoren. Da ja, kann ich am Rückweg auseinandernehmen. Vielleicht habe ich dann Motoren. Oh, jetzt habe ich von Atlas angegriffen. Das ist natürlich jetzt besonders gefährlich. Die darf man zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Ach, ich kann mich auch damals selber als ich bestimmt auch. Das war so krass, Leute. Ja, kann nicht dafür, dass er schneller durstig wird als ich. Saufen kann. Das sieht man so aus dem Sack. Ja, aber 20 Flaschen am Stück trinken, wie das? Mal gucken, ob das geht. Aber zwei jetzt schneller am Rind. Schon wieder. Kannst nicht so wie es auf. Geht ja Wasser verliert, na scheiße, wie ist das? Du bist durstig, ich trinke Flüssigkeit. Ja, ich habe gerade zwei Bottles gesoffen, du Arsch! Du musst das Trinken auch mal vorhalten lassen. Hab ich noch. Das glaubst du. I want to destroy it. Natürlich, Saft. Genau, da war ich hier.
Was? Besser als nicht. Hier, ein bisschen Lukas sammeln. So lange er noch nicht am Wortosten ist. Mein Vorder ist dieser Wasserbeutel. In der Wüste kann man sich sehr schnell eindecken. Was geht denn, Poncho? Da brauche ich eine Menge aus. Ist das nicht rot? Klamotten aus, Poncho ein oder bald orange? Das braucht 100 Samen, bis sich das wirklich in Samen und so lohnt. Steiners. Nee, wir wollten sie noch kaufen. Zum Nutzen. Well, you're a sight for sore eyes.
die ist das weitere Abbau-Event. Besser gar nicht mehr. Ja, das ist aber. Reif. Diese Mütze aber. Ja, die Richtung auch ein bisschen gar nicht genug daran haben. So ein bisschen am grünen Zweig zu kommen. Der Feier im Beruf Blut macht bei diesem Schwierigkeitsgrad. Ob das so ein ist. Ist hier wirklich eine Glasherstellung der Herrscher? Mit Amboss. Allein für 10 Samen brauche ich schon so eine Menge. Dann nehmen wir es auf. Wie wieder ein Yacht, das hat zu verkaufen, schnell verdient es wird. Wenn man noch Wüste ist, ne? Muss gleich mal nutzen. Ne, 40 habe ich, nichts aber nicht passen, jetzt brauche ich nur einen scheiß Motor.
ich 200 zusammen habe, durch 4, dann komme ich auf meine 50 Samen, die ich brauche. 200. Ja, da habe ich dann sofort Ruhe. So, ob nicht ein Superbeet nicht ist. Vorteil, man kriegt vielleicht den Motor. Nachteil. Man macht das Auto erstmal hätte looten können, wäre dauerhaft kaputt. Zu spät. Spiele mit den Gedanken, den Stream zu beenden. Kann ich einmal noch nicht beenden, das will man nutzen. Die Aufnahme, wenn es dringend gerade ist. Habe ich mir wirklich einen Aufhänger gesucht. Zweihundert Stück war ich davon. Ich weiß nicht mal, wie groß die sich stecken lassen. Das ist zu viel. Nest oder sowas muss man einfach nutzen. Ich bin beeindruckt, wie groß man die stecken kann. Trotz einer nächsten Tagesaufgaben, wo wir zwei Beete machen.
Erstmal hier Jukas anpflanzen kann ohne Ende. Weil ich habe ja selber noch ein paar auf den einen Beet da draußen. Ist auch nicht zu verachten, aber 200 werde ich wohl nicht zusammenkriegen. So schön das jetzt auch wäre. Verzichte mal auf das Plaster. Glaubst du, beeindruckst mich? Irgendwo? Nein, du willst mir nur beim Lernen. Junge, sind die groß deckbar. Wenn die so viele Yogas auf einmal sammelt. Alois meine ich. Ja, Häuser looten ist zwar schön, aber so weit in der Einöde mache ich das nicht. Thank you, es war schön, aber jetzt ohne Schlange. Meine Schlange. Die erwischen würde. Hätte ich was zu essen. Ich habe keine Klinge. So eine Scheiße. Jetzt ist mein Hörer natürlich. Aber auch recht ordentlich Fleisch raus. Vielleicht. Da kann man sich nicht beschweren. Okay, ich lasse es jetzt lieber. Wo ist meine Heimat? Dann fallen da lang. Doch, die Fleischmenge ist ganz okay. Dafür, dass ich kein Messer hatte. Das zu filetieren war sehr, sehr okay. Zwei Klasse, die ich vorhin weggeschmissen habe. Habe ich jetzt auch wieder weggemacht. Na gut. Kann ich mal zerlegt den mal? Ach nee, das sieht Bläder, scheiße. Ich dachte, das ist Stoff. So. Tatsächlich 120. Das durch 4.
Irgendwo eine nennenswerte Menge. Hundertzwanzig Yucca gesammelt. Was ist das nur durch vier? Ein halbes Beet darf die dann voll kriegen. Vorhin schon auf das Auto an der Kreuzung. Vielleicht steckt da nämlich noch ein Motor für mich drin. Gut. Alles trinken und letztendlich alle sein, wenn ich zu Hause bin. Ich will gar nichts mehr haben. Aber das Allerschlimmste, was mir wirklich die Galle hochkommen lässt, ist, dass ich keine Schmiede habe, um ganz schnell Nähe zu machen. Was kommt das jetzt? Überback. Bitte lass ein Motor drin sein. Ja! Ich weiß es nicht, noch ein Motor drin. Klar. Ich bin nicht so gut geschlagen, nein.
Es kann passieren, dass ich den Stream wohl gleich beende. Lass mal noch Jens. Es ist so wichtig, dass man Autos looten lässt. Ich beende mal den Stream, würde ich sagen.